eine Affenhitze auf einmal. Der schwarze Stein, hier müssen wir weiter rauf, dass wir gleich wieder an den Strand kommen. Dschungel. Schwarze Granitfelsen. Schwarzer Granit. Bleib mal gleich so stehen eben. Ja. Die Kamera mal von mir stehen, wenn du. Schwarze Steine. Dschungel. Hammer. Steiler Anstieg. Das Haus stand da. Ein kleiner. Was ist denn das? Ein Gecko? Ja. Na, wie heißt du denn? Bist du denn? Da bist du. Ja, und gut, dass wir auch so viele Hüte bei haben, ne? Krebse. Wo ist er? Ja, fast so wie ist das dann noch? Ein Everglades. Ja, genau. Nur weniger Wasser. Mangroven. Ja. Ja. Hier tummeln sich die Krebse. Siehst du welche? Ja. Was schafft das eigentlich alles? Ganz schön. Ach, da sind ja jede Menge. Dahinter ist ja noch einer. Ein großer, bunter Haller. Jo. Jo. Ach. Was denn? Habe ich gesehen, ja. Ja, hol mir mal eine. Hol mir mal eine Mupfel. Eine Mupfel? Irgendwo sind sie doch hier. Da sind sie doch. Zwei, drei Stück. Die verkrabbeln sich da in Löchern. Die Krebse? Mhm. Ah ja. Finde ich so schwierig, die. Da ist auch dunkel hier. Leider die Sonne. Selbst wenn die scheinen würde, kommt sie ja nicht durch. Ah ja. Sehr viel ähnlich. Ja. Irgendwann wird das hier alles mit Wasser voll sein, denke ich mal. Ja, hier sieht man also richtig die Wildnis. Felsen, Palmen. Vorbei. Ja, ich gehe mal ganz rechts. Dann gerne. Kann man durch die Büsche aufnehmen? Mhm. Das gäbe schöne 3D-Aufnahmen, ne? Felsen.
Zweige. Ja. Schon interessant, ne? Und der Wind ist ein bisschen angenehm jetzt, ne? Hier. Ja, mit dem Ausblick hier wird man natürlich belohnt. Das sieht da alles fantastisch aus. Vor allem mit diesen Granitblöcken. Unten dieses verschiedenfarbige Meer, je nach Bewölkung und Untergrund vermutlich. Wenn die Sonne so wie jetzt gerade mal einmal durchkommt, die brennt dann aber richtig auf dem Pelz. Aber wir sind auch hier knapp unterhalb des Äquators. Sind schon andere Verhältnisse. So, wir haben Papier geht vor dieser herrlichen Kulisse auf den Seychellen. Was ist da oben? Riesenstein. Ah, ja. Ja. Wollen wir rauf? Auf den Stein? Ja. Ach du lieber Himmel. Ja, wer hat den denn hier hingestellt? Ich könnte mir vorstellen, dass es so Bergsteiger gibt, die da raufkommen. Ja, klar. Aber bestimmt dürfen die halt gar nicht hier. Die haben nämlich hier alles ganz schön unter Naturschutz gesetzt. Zu Recht. Ja, aber solche Burschen, die krabbeln überall rauf, ob sie dürfen oder nicht. Ja, aber hörst du, die hauen da so eine Metalldinge rein. Ich weiß nicht, wie das heißt. So, hier ist Birgit auf Muschelsuche. Das brauchen wir nicht suchen, die sind einfach da. So riesiger Bursche, ich muss erst mal gucken, ob ich den. Wo ist er denn? Ah ja. Ich glaube, die werden auch frech, wenn man denen zu nahe kommt. Die hauen nicht einfach ab. Doktorshaus, nennen sie das. Ich glaube, das ist auch so was früher hier so eine Lepra-Ecke gewesen. Hier musste der Doktor wohl gewohnt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Edison Haus, Doktors Haus. Wie geht's hier? Ja.
sollen wir uns treffen. Hier geht's zum Strand. Ich glaube, jetzt können wir auch noch was schwimmen, bevor die uns abholen. Schönes Stück hier. So, und jetzt wollen wir mal noch ein bisschen ins Wasser gehen.